Da ist er wieder und ganz alleine. Ich habe mir nämlich nach dem Tag, wo die Katrin weggefahren ist, spontane Unterkunft genommen für mehrere Tage. Ich musste erstmal die Wäsche waschen und alles Mögliche machen. Aber auch wieder ganz viele Videos geschnitten. Die Probleme habe ich auch. Da gehe ich später mal drauf ein. Mache jetzt gerade einen Rast bei dem schönen kleinen Shelter hier. Na, wo ist es denn? Da muss ich mal rumdrehen. Und ich bin schon auf Lowland. Ich werde das aber wahrscheinlich heute nur überqueren. Nämlich die Shelter, die kannst du nur zu zweit buchen. Da kannst du die Personenzahl nicht eingeben. Also das Niedrigste ist zu zweit. Tja. Muss ich vielleicht durchfahren bis nach Langeland. Dann geht's wieder. Das Wetter ist schön. Heute ist Gründonnerstag. Wie schon gesagt, das waren jetzt mehrere Tage. Ich habe mich eigentlich auch ganz gut erholt. War auch eine recht süße kleine Unterkunft. Zwar nicht so billig, wie ich mir es vorgestellt habe, aber naja, was soll's. Jetzt mache ich mich erstmal weiter. Es steht auch nicht mehr so viel auf dem Programm. Heute glaube ich nur ein Megalithgrab. Das meiste von Lowland habe ich ja schon gesehen und vieles davon auch schon irgendwo erwähnt. Ich glaube in den alten Dänemark-Videos. Und die anderen Stellen, da fahre ich jetzt nicht vorbei, die damals nicht mit dabei waren. Das ist zum Beispiel bei Rottbierhafen ist noch ein Gunstein außerhalb der Kirche. Da komme ich jetzt aber, glaube ich, nicht vorbei. Ja, ich mache mich erstmal weiter. So, zurück zu meinem Problem. Ich habe jetzt seit 3-4 Wochen wieder Schmerzen im Knie. Ist ja nicht so weiter schlimm. Den ich mache, stretche ich, geht es wieder weg. Aber es geht nicht wieder weg. Besonders auf der einen Seite. Und da habe ich 2005, 2006 schon Meniskusriss gehabt. Es wurde auch operiert. Die 2 Jahre konnte ich dann auch nicht so richtig fahren. Außer damals noch in Dänemark. Da hatte ich schon Schmerzen gehabt. Habe es 1 Jahr ungefähr aufgeschoben gehabt. Ja, und jetzt fühlt es genauso wieder an. Die Kniekehle wird wieder dick. Vorne schmerzt. Und es wird nicht besser. Ich dehne jetzt schon wieder seit 2 Wochen. Macht das immer abends, da ging es ja immer wieder weg. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ein kleiner Hypochonder. Vielleicht auch ein Hyperboreer oder einfach nur Hybris. Hybrid bin ich nicht, sonst hätte ich ein E-Bike und hätte die Probleme nicht. Ich weiß jetzt halt nicht, was ich mache. Ich fahre jetzt erstmal weiter. Beobacht es. Aber irgendwie habe ich Befürchtung, dass es nicht gut ausgeht. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die Reise aufzugeben. Ach Mann, ey. Hier ist es noch flach. Heute bin ich ja gut vorwärts gekommen. Aber ich spüre es. Ich fahre auch in kleinen Gängen, nicht so schnell. Hab Rückenwind. Das macht ja auch Spaß. Naja, vielleicht soll ich doch die Box wieder rausholen. Die Musik lauter. Ach, ich weiß nicht. Die Bandagen, die ich damals gehabt habe, habe ich sonst auch noch ein paar Jahre lang mal mitgenommen bei den Radreisen. Auch immer wieder mal drum machen müssen. Die habe ich diesmal daheim gelassen, weil seit 5-6 Jahren war ich nichts mehr. Ja, so ein bisschen mal zwischendurch. Aber nichts Gravierendes. Naja, genug gejammert. Falls ich in der nächsten Zeit nicht darüber spreche, ist es wieder weg. Das kann ich eigentlich auch nur hoffen. Laufen da vorne 2 Pferde auf der Chaussee. Nee, Kühe, oder? Pferde? Mitten auf der Chaussee. Mit Reiter. Also Pferde. Muss ich erstmal verjagen. Soll erstmal Platz machen. Jetzt komme ich. Da ist das Megalithgrab. Es ist auch ein ganz kleines. Und auch kein Weg dahin. Ich laufe jetzt gerade über das Feld. Ist schon angebaut. Es grünt ja sowieso. Jetzt alles. Hat ganz schön zugenommen die letzten paar Tage. Schild gibt es auch nicht.
Komischer Eingang. Ja gut, schlag's am Runde. Von da kommt der Wind. Von da komme ich auch. Das macht halt Spaß im Rücken. Das erste Mal. Ich fahre ja nur in eine Richtung. Quer über die Insel, Richtung Westen. Das macht richtig Spaß. Na, es kann auch sein, dass das hier der Eingang ist und dass da hinten die Randsteine von der Grabkammer waren. Und dass ein paar Steine fehlen. Denke ich mal auch. Also, das wäre dann hier hinten die Grabkammer gewesen. Und das ist der Eingang. Da kommen auch schon wieder die Schelde, wo wir die vorletzte Nacht im Herbst hier verbracht haben. Und dann habe ich auch schon Lolland durchquert. Es ging ratzfatz mit Rückenwind. Ist man doppelt so schnell. Ja, die kannst du auch bloß buchen, wenn du zu zweit bist. Oder für zwei Personen bezahlst. Eine Dreiviertelstunde fährt die nächste Fähre nach Langeland. Und da gibt es auch nur Schelder, die du zu zweit buchen kannst. Außer ganz unten im Süden. Dann hätte ich dann noch mal 35 Kilometer. Ich bin um 6 drüben. Naja. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Aber wahrscheinlich geht es gar nicht anders. Da bin ich nun auf Langeland. Wieder mal. Ist auch wieder hügeliger als Lolland. Das war ja wirklich flach. Ist auch größtenteils flach. Hat bloß ein paar Stellen, wo es ein bisschen bergiger wird. Ich fahre jetzt gerade Hauptstraße. Da kommt ein Auto hinter mir. Es dürfte jetzt aber keins mehr kommen. Die geht jetzt auf Herge in die Straße. Ich fahre aber nur ein Stück. Ich habe nämlich auch einen Schilder gefunden, was man einzeln buchen kann. Und das ist auch der, wo wir im Herbst hier geschlafen haben. Der mit dem Vorhang. Ich wollte eigentlich nichts mehr lästern über das Knie, aber ich spüre es schon wieder. Oh, alter Falter. Es verdirbt einen die Laune. Ich ahne nichts Gutes. Was waren es denn? Vielleicht 60, 70 Kilometer oder sowas. Im Flachland. Mit Rückenwind. Ich habe es eben bei Treppensteigen schon mir gemerkt. Ach, ich will da drüber nicht mehr reden. Wie gesagt, es war der einzigste Schelde, den man einzeln buchen kann. Weil da unten im Süden wäre noch ein schöner gekommen, also so ein richtig großer Schelderplatz. Und an der Westküste wäre auch einer gewesen. Die wären schön am Meer gewesen. Aber die waren auch schon irgendwie teilweise ausgebucht. Und was soll ich da für zwei Personen bezahlen, wenn das nicht anders geht? Ich wusste jetzt nicht, ob man da ein Zelt hinstellen kann. Ich habe jetzt mehrere Optionen mir angeschaut. Aber alles andere wäre ein bisschen weit weg gewesen. Naja, ich habe auch Hunger, ich will jetzt was köcheln. Gut. Und ich will mal hoffen, dass alles gut geht. Jetzt kommen ja doch noch Autos, wo kommen die denn her? Ich verstehe es nicht. Bin ja mal gespannt. Das war nämlich der Schelder, wo sie irgendwie so ein Bäumchen als Weihnachtsbaum geschmückt haben. Ende November. Müssten jetzt eigentlich überall Ostereier liegen. Immer wenn ich eine Windmühle sehe, muss ich die Kamera rausholen. Hier habe ich fast bestimmt schon genauso oft gefilmt wie die ganze Megalith-Jäger. Auf. Wo war das? Öland waren ja so viele gewesen. Ist halt immer ein schönes Motiv. Den schon da. Liegt zwar am Ort, aber es hat damals auch nicht gestört. Sogar mit Hingelstein. Im nicht
historischen Kontext. Aber wie schon gesagt, ich hätte auch gezählt, bloß gerade wegen dem Wetter, aber es war, oh, ist jetzt hier mit Strom? Was wollte ich sagen, zählen? Ja, ich hätte auch gern gezählt, aber hier gab es nichts Passendes in der Nähe. Alles so fast 30 Kilometer entfernt. Ja, jetzt bin ich hier. Ist auch gut. Und den kleinen Schilder, wo wir das letzte Mal auch geschlafen haben, den kann man halt für eine Person brauchen. Ja, und hier ist auch Strom. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal auch gab, aber ich glaube es nicht. Ist auch irgendwie offen. Ich weiß nicht, ob du einen Code kriegst oder so. Bett ist gemacht. Es ist schon dunkel draußen. Hinten leuchten nochmal Straßenlaternen. Es ist wirklich sehr ruhig hier. Und die erste Nacht wieder alleine draußen. Ja, ganz alleine bin ich ja nicht. Kommen wir mal Spaziergänge vorbei. Da wollen wir mal in den nächsten Tag starten. Auch wenn es schon eigentlich schon fast Nachmittag nicht, aber Nachmittag ist. Ich kann mir nämlich heute Zeit lassen. Ich fahre eigentlich nur mit einer Fähre rüber auf so eine kleine Insel. Wie schon gesagt, klein. Schaue ich mir irgendwelche Sachen an. Dann werde ich dort irgendwo schlafen. Muss ich mal gucken, wo. Ein, zwei Shelter sind schon ausgebucht. Bei den anderen muss ich noch mal gucken. Es sind aber auch Zeltwiesen da. Ich könnte eigentlich auch mal wieder das Zelt auspacken. Da schleppe ich ja nun schon die ganze Zeit mit rum. Das Wetter wäre ja dafür jetzt einigermaßen. Da wird nichts mehr so richtig nass und feucht. Und es wird auch vielleicht trocken. Und gerade durch den Wind, der heute schon den ganzen Morgen nervt. Jo. Das ist der Plan für heute. Einkaufen war ich auch schon, so eine Kleinigkeit. Passt alles. Gestern Abend, ja, Abend, nach Mitternacht kam noch ein Radfahrer. Gravelbiker wahrscheinlich, hat sich zumindest so angehört. Und er hat irgendwie eine Viertelstunde lang den Schelder gesucht. Ich habe bloß die Taschenlampe immer gesehen, habe mir schon gedacht, dass es ein Radfahrer ist. Der hat dann im Nachbarschelder geschlafen. Aber der war auch schon wieder weg, bevor ich aufgestanden bin. Ja, da wird bestimmt so 150 Kilometer am Tag machen und so Zeug. Aber nachts so um Viertel eins, halb eins kam der. Weiß nicht, ob das Spaß macht. Ob der vielleicht auch in eine komische Situation reingekommen ist, ich weiß es nicht. Aber sowas will ich freiwillig nicht machen. Gerade bei den Möglichkeiten hier. Und ich denke mal, der hat auch nicht bezahlt. Weiß nicht, ob der Antrittsschelter, das ist ein größerer, ob der nur für zwei Personen gilt oder geht. Naja, aber wir haben ja auch schon ein, zwei Schilder dabei gehabt, wo wir einfach nicht bezahlt haben, weil es ging ja auch kein Wasser im Winter. Und wir haben wirklich nur dort geschlafen, sind spät abends angekommen, Fuß abgehauen. Es passiert mal. Mit der Absicht machen wir sowas nicht. Wenn es geht, bezahlen wir. Ja, jetzt mache ich es mal weiter. Ich habe gerade wieder Rückenwind, kommt immer noch aus der gleichen Richtung. Passt. Ich habe sie eh nicht weit. Vielleicht noch 5 Kilometer oder so bis zu der Fährstelle. Und dann geht es rüber zu der kleinen Insel. Die kenne ich nämlich auch noch nicht. Freue ich mich schon drauf. Guck doch mal an, wie schön bunt das hier schon ist. Da bin ich auf der kleinen Insel Ero oder so in Marstal. Ist auch so ein bisschen touristisch, finde ich. Es kann aber auch sein, dass die Hafenstadt ist deswegen. Aber süß. Und es nieselt.
was bei Jan gesagt war. Ich hab eine richtige Abfahrt. Ich schaue mir auf der Insel jetzt drei Sachen an. Mehr nicht. Mehr habe ich nicht gefunden, was mich vielleicht interessieren würde. Ich muss mal kurz aufpassen, hier ist Dreck auf der Fahrbahn. Ja, war nicht so schlimm. Ja, dann schlafe ich hier und morgen geht es dann auf eine andere Insel, die so gegenüber von Flensburg liegt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Und dann bin ich schon wieder auf dem Festland von Dänemark. Aber jetzt bin ich erstmal hier. Irgendwann müsste dann hier der Zeltplatz kommen, aber wenn ich mir das Wetter so angucke, will ich doch vielleicht einen Schelter. Ach, mir gefällt es schon wieder. Außer der Nieselregen natürlich. Da hinten ist wie eine Steilklippe. Komme ich aber nicht lang. Ich biege gleich rechts ab. Richtig süße kleine Straße. Mitten am Meer. Osterverkehr ist halt ein bisschen. Hier jetzt gerade nicht, aber das merkt man schon ein bisschen. Und ich habe auch schon wieder ein paar Reiseradler gesehen. Ich denke mal, die machen jetzt verlängertes Wochenende. Habe ich auch mal zu Ostern angefangen mit Kartreisen. Ja, jetzt bin ich schon 7 Wochen unterwegs. Ja, Steigung gibt es hier auch. Und das. Und mal wieder Schilder. Weiß nicht, was es ist. Langgrab oder mehrere. Und da blühen schön die Osterglocken. Also das ist auf jeden Fall erstmal ein Langgrab. Wir gucken mal. Wie so typisch bei denen. An einer Stelle so eine Steinkiste. Und dann richtige Megalithgräber. Und es sind zwei. Lag ich doch richtig. Ja, habe ich was übersehen? Nee. Wohnt hier wirklich auf der höchsten Stelle. Es sind aber auch zwei. Ein Deckstein ist noch da. Wir haben es schon abgestützt. Nochmal Osterglocken. Da steht es doch nochmal in Deutsch. Die Häuptlingsgräber auf Linzbjerg Backe. Also ein Langdolm. Land. Ulm. Okay. Und zwei Ganggräber. Schelter habe ich auch schon wieder gebucht und bezahlt. Das ist wieder so eine von den wenigen, wo du alleine bezahlen kannst. Weiß nicht, wieso das so ist. Da passen mich auch mehrere rein. Der liegt direkt am Wasser, also richtig direkt dran. Und die anderen, die es hier so gibt, sind eigentlich alle ausgebucht. Der wäre auch ausgebucht, aber nicht heute, sondern die restlichen Tage. Gestern, morgen, übermorgen, sogar nächste Woche schon wieder. Ja, freue ich mich schon drauf. Kann ich morgen ins Wasser. Glaube ich zwar noch nicht, aber naja. Jetzt habe ich ungefähr noch 20 Kilometer, wenn es hinkommt. Hier vorne kommt gleich was. Da schaue ich noch vorbei. Die Nebenstraßen sind alle schön ruhig. Denk nicht, dass Ostern ist. Komischerweise. Gut für mich. Und hier hinten wird es auch schon wieder flacher. Ich glaube, die Berge sind schon rum. Und der liegt auch wieder oben auf dem Hügel drauf. Ein Langbett, so wie es aussieht. Diesmal geht kein Weg hoch. Muss ich mal
über das grasbewachsene Feld laufen. Ist ja nicht so schlimm. Der Düsse bzw. Dolm von Riesenmark. Langgrab gefunden haben sie hier nichts. Wind, schönes Meer. Eine Sache kommt noch, da muss ich hier den komischen Weg lang. Da vorne ist irgendwo die Hauptstraße, da komme ich aber nicht direkt rüber, ich muss dann hier wieder zurück. Und dann fahre ich zum Schäder. Ist ja schon 5:30. Eigentlich hätte man es jetzt bei der letzten Einstellung schon sehen müssen, ich habe es nicht erkannt. Ich habe gedacht, es wäre weiter weg und ich komme mir doch durch, da brauche ich da hinten nicht rum, spare ich bei 100 Meter. Und das ist der Langdüsen Tingstedt. Das heißt, stimmt auch wieder Tingstätte. Steht aber hier nicht dabei. Vielleicht war es so. Oder das haben sie einfach bloß so genannt. Vielleicht sind noch lieber Schälchen dabei. Ist aber auch schon wieder ein ganz schön langes Teil. Und bis hier Ende geht's. Und in die Richtung liegt da mein Schelde. Da hinten noch ein bisschen Sonnenschein, wie es aussieht. An der Küstenseite bin ich schon mal. Und irgendwo ganz weit hinten ist dann das Schelde. Aber ich muss jetzt erst nochmal Bergnuf. Habe ich vorhin nicht gesagt, das ist flach. Ich nehme es zurück. Das ist auch übrigens die Ostseeküstenroute wieder. Da gab es eben schon Schilder, der ausgebucht war, aber auch nicht so schön, fand ich. Und der andere liegt auch fast direkt dran. Da unten muss es kommen. Ich sehe ja schon hier ganz viele Leute. Was machen die da? Ja, okay, es ist ein Angelplatz. Oder gehen die heim jetzt? Ich weiß es nicht. Sehe ich dann. Ich bin da und es ist wirklich ein richtig schöner Platz. Also liegt wirklich direkt am Meer. Und also die Leute, die ich vorhin gesehen habe, die da runtergelaufen sind, die sind schon wieder weg. Und hier waren zwei. Die haben den Schilder schon besetzt. Und haben so getan, als ob sie nicht wüssten, wie das gemacht wird, das Buchen und so. Ja, da kostet ja auch Geld. 30 Kronen, das sind 4,03 €. Das ist in Ordnung. Ja, ist aber auch gleich verschwunden. Ich habe es nicht weggejagt, naja. Das Feuerchen brennt noch von denen. Waren ja eh mit dem Auto da. Normalerweise ist das ja auch für Radfahrer, Wanderer und alle möglichen Sachen gedacht. Bloß nicht für Autofahrer. Gibt es natürlich auch welche, wo direkt ein Parkplatz ist. Aber die haben ja das Auto gleich hier unten stehen gehabt. Naja, die Art kennen wir auch schon. Ich lege mich oben rein, gut ist. Unten, der ist nicht so schön, da ist hinten die Klappe oben. Das Fahrrad stelle ich auch rein. Mich bei dem Meer rauschen höre ich nicht, wenn jemand am Fahrrad im Mund spielt. Jetzt mache ich mir erstmal was zu essen. Und räume ein. Und schlafe bei Meeresrauschen ein. Das hier habe ich vergessen zu erwähnen. Hier ist sogar Strom mit mehreren Kabeln dran. Sogar fürs iPhone. Und nochmal USB-Stecker. Ja, das gefällt ein. Alter, ist da eine Völkerwanderung. Der ganze Strand ist jetzt voll. Vorhin schon mindestens 20 Autos. Die sind aber alle wieder weg. Da habe ich gedacht, ich kann endlich mal baden gehen. Nee, da kommen wieder neue. Und jetzt ist wieder alles komplett voll. Mit Grill, mit Decken, mit Bier, mit allem waren sie ausgerüstet. Ja, Osterwochenende, schönes Wetter, wollen halt auch was machen.
Bloß das heißt für mich heute Abend, ja, sieht wieder schlecht aus. Naja, irgendwie wird es schon klappen. Die Nacht war auf jeden Fall schön ruhig. Das Meeresrauschen, das war das Einzige, was gestört hat. Es war ziemlich laut eigentlich. Lag hier auch direkt dran. Jetzt fahre ich noch schnell zur Fähre. Die ist ungefähr 8 Kilometer von hier entfernt. Und dann geht es auf die nächste Insel. Und es ist eine richtig schöne Insel. Kleine Sträßchen. Ein paar Gehöfte überall. Ja, viel Feldwirtschaft, Landwirtschaft. Aber ansonsten, ich glaube aber auch, das Wetter macht es jetzt auch aus. Und wie schon gesagt, es geht immer hoch runter. Nicht wie gestern, wo es angeblich flach ist. Hier geht es nämlich auch schon wieder runter. Ich fahre nämlich jetzt die 8 den Ostseeküstenradweg wieder lang. Und irgendwann bin ich dann da drüben, wenn da was erkennt, da ist nämlich Land. Jetzt bin ich auf Als, die nächste Insel. Ja, ich fahre mal wieder übelste Waldweg entlang. Weil ich suche schon wieder ein Grab. Jetzt kommt ein Langgrab hier in dem Wäldchen. Da muss ich jetzt irgendwo links runter, Richtung Wasser. Und wenn ich dann weiterfahre, da kommt wieder ein Mädchen und da ist ein richtiger Megalithgräberfriedhof. Und da ist auch ein Zeltplatz, sogar zwei, also Wildzeltplätze. Und dann werde ich dann auch schlafen, dann mache ich heute mich einen ganz ruhigen. Vielleicht hilft das ja. Aber jetzt muss ich jetzt mal hier irgendwie durch. Es ist ja eh schon 4 Uhr durch. Oder kurz vor. Weil die Fähre fuhr erst wann? 2:45, genau. Die ist bis jetzt gefahren, bis nach Finzhaf. Und jetzt bin ich Richtung Westen, glaube ich. Ja. Und morgen mache ich mich da weiter auf der Insel. Umrunde so ein bisschen halb. Mache ich halt da ein bisschen mehr Kilometer. Aber ich will es jetzt sowieso alles nicht übertreiben. Wie zum Beispiel diese Steigung hier. Und ich heute die ganzen Schelderplätze abklapper, die heute kommen. Es sind etliche hier drauf auf der Insel und die sind besetzt bei dem schönen Wetter. Wie ich heute mitgekriegt habe, wie die alle unterwegs sind. Nee, dann machen wir es so. Ob ich jetzt schon längst links abbiegen müssen. Hier kommt aber nichts. Naja, ich werde es schon finden. Ja, das wäre mein Weg gewesen. Aber das wird gar nichts. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme. Okay, hier wird es auch nicht besser. Muss jetzt mal hier oben lang. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es da hinten aussieht. Es dauert noch ein paar 100 Meter. Und gleich dahinter ist das Meer. Das sehen wir bestimmt auch gleich. Nee, das wird nicht besser. Muss ich die letzten paar Meter laufen. Und hier. Schön das Meer. Ist so eine kleine Steilküste, wie es aussieht. Bin ja mal gespannt nach der Zeltplatz, ob ich da runter ans Wasser komme. Ah, da liegt schon der nächste Baum. Ups! Na, ist ein ganz schöner Karanzmann. Doppeltes.
Und wir haben heute richtig schönes Wetter. Die Sonne ist auch wieder richtig warm. Der Wind geht zwar noch ein bisschen. Mal sehen, wie es heute Abend ist. Den hier kenne ich auch noch nicht. Eigenartige Bauform. Sieht aus wie Langbett, aber steht hier vorne dran. Doppeldüsse. Also hier und da. Ob das zwei Langbetten nebeneinander sein sollen? Wahrscheinlich. Was ich da wieder bei gedacht habe. Da muss ich schon wieder anhalten. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber da steht das im Weg. Genau am Radweg ist er höchstwahrscheinlich ein künstlicher. Ja, ja. Da haben sie, da hinten im Wald haben sie Originale stehen und bauen hier sowas hin. Na gut. Aber es geht um die Grabkultur, steht hier. Hier bin ich quasi. Und das ist das ganze Areal. Und das ist mein Zeltplatz. Auf dem App sind sogar zwei eingezeigt. Hier oben noch einer. Ja, da geht's jetzt hin. Nochmal ich. Hier steht's, das haben irgendwo die Bewohner von hier nachgebaut. Und hier die ganzen roten Punkte sind alles Megalithkleber. Und das ist die Insel Alsen, also auf Dänisch wird es Als geschrieben und Deutsch heißt es Alsen. 247 Stück sind es, aber ich schaue natürlich nicht alle an. Das ist der kleine Wald. Und hier kommt auch schon das erste. Und wenn ich mich nicht irre, war der das letzte Mal noch voll im Gebüsch gewesen. Jetzt hast du gar nichts weiter gesehen. Es war alles zugewuchert. Kann natürlich auch anders sein, aber ich denke mal. Okay, ich lese mir das noch einmal durch. Ja, den haben sie nicht restauriert. Das ist wahrscheinlich noch der Urzustand, wie sie ihn vorgefunden haben. Und hier mit mehr Blick. Hier haben wir schon den nächsten. Eine Runddüsse. Vorne stand auch noch mal dran, dass Dänemark die meisten Megalithkleber hat oder hatte und dass Alsen noch mal die meisten von Dänemark hatte. Hier sehe ich so eine Art Landwehr. War bestimmt auch Mittelalter oder irgend sowas. Geht da weiter. Und vorne an der Tafel standen auch noch mehrere Spaltungsmöglichkeiten, wie sie die Steine versucht haben zu spalten. Er hat bei manchen doch nicht geklappt. Bei denen hat es wahrscheinlich funktioniert. Oder nicht wahrscheinlich, sondern es hat funktioniert. Das sind die Vertiefung von oben. Das ist wahrscheinlich die alte Spaltkante. Hier ist noch ein Keil. Da sehe ich noch einen. Naja, die kleine Mauer
läuft schon verdächtig nah an den Megalithgräbern vorbei. In Deutschland haben sie nämlich neben solchen Anlagen auch so Erdwälle gefunden. Weiß nicht, ob das hier auch einen Zusammenhang hat. Glaube ich jetzt eher nicht, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, und hier sind die nächsten. Die ist natürlich wieder riesig. Ein Langbett. Oder mehrere. Oh. Was ist das für ein riesen Dickstein? Wahnsinn. Ja, mit dem haben wir es ganz schön übertrieben. Das wären an der einen Stelle hier vier Stück. Also der hier, dann der, dahinter ist eine und ganz da hinten ist noch eine. Das wären da vorne zwei Langdüsen und er ist ein Runddüse. Und der andere auch noch. Gehen wir auch noch hin. Und das ist der kleine Campingplatz. Sowas von schön. Vielleicht stelle ich es hier her. Oder da. Der Wind geht halt ein bisschen sehr. Der ist auch noch kühl. Deswegen werde ich kein Feuer machen. Also nicht, weil es kalt ist, sondern wegen dem Wind. Der ist mir zu stark. Aber guck doch mal dahin. Man kommt sogar irgendwie runter ins Wasser. Das Zelt steht schon. Hat etwas länger gedauert. Das habe ich ja seit Norwegen nicht wieder aufgebaut gehabt. Außer mal zum Lüften und zum Reinigen. Ja, Wind hat auch nachgelassen. Die Sonne macht es ja warm. Ich koche mir jetzt noch einen Kaffee und dann noch ein paar Nudeln irgendwann später und genieße den Abend hier ganz allein im Wald.